Boah, meine Fresse. Das war ja... Stimmt. Habe ich ganz vergessen, bei Bioshock war das extrem nervig, das mit diesem permanenten Hacken. Boah, Leute. So, jetzt brauche ich so ein Teil, was mich nach rechts führt. Super. So, und jetzt weiter. Immer schön. Noch eins. Oh, ja. Ja. Oh Mann, wer stellt denn da so viele Sicherheitsbots auf, ey? Das ist doch grausam, Leute. Das ist grausam. Nicht, weil mich das nicht interessiert. Ich finde das Puzzleteilen eigentlich ziemlich nice, ne? Aber für das Let's Play ist es nicht geil. Feindkontakt. Okay, hier gibt es Feinde. Das ist aber ganz gut. Pistolenhaufen. Gen-Upgrade-Bank. Hier ist eine Vita-Chamber. Gibt's hier noch irgendwo? Arcadia Melod. Immer schön Alkohol reinpumpen. Mhm. Ah, blinkt da noch was. Achso, Schrot und so ein Geschiss brauche ich nicht. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist stark. Ah, kann nichts machen, okay. Gut, du hast die Kamera. Jetzt mach mir ein paar Fotos von dem Spinnenfleischer. Super. Ich für meine Forschungen brauchst gar nicht anzutanzen, ohne. Mhm. Forschungsbonus für Spider-Splicer. Erhöhter Schaden plus Spider-Splicer sind anfällig für Anti-Personenmunition und Elektrizität. Ja, also wirklich. Super. Ich glaube, die Forschungskamera hilft uns. Wir glaubten, uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Puh. Leadsplicer, Forschung, Stufe C. Erhöhter Schaden an die Person, ja. Ja, war nicht so geil. Du glaubst, du kennst mich? Die wollen das, was uns gehört. Wir müssen unser Hack. So, ich brauche einen. Natürlich kann ich das. Na super, Gatherer's Garden haben sie rausgehauen, diese Arschkekse. Gut. Security Bullseye. Nerven Sie verdammte Sicherheitskameras, markieren Sie Ihre Feinde mit unseren photoelektrischen Insekten. Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Halten Sie Security noch heute? Okay. Nehme ich mal im Gegensatz zur Abfackel. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Verdammtes Ding! Oh, wie herrlich. Wie schön. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Oh, da ist was. Ja, da bin ich hin. Hahaha, komm her zu Daddy. Super. Ups. Oh, schön. Schön, herrlich. Diese Kamera, oh, geil. Fällt mir. Nee, ich brauche was zum Schockieren.
Ich muss einfach hacken. Gerade bei den Security-Bots ist es ziemlich krass. Liegt einfach daran, dass es so viele von denen gibt. Ich meine, gut, auf der anderen Seite sind die dann auf unserer Seite. Ne? Hat man ja schon gehört. Wenn ein so ein Vieh kommt, dann gibt es nichts Besseres, als das schon vorhandene, übertriebene Sicherheitssystem reinzukriegen. Auf seiner Seite zu haben. Von daher ist es wieder so ein Hin und Her. Ne? Auf der einen Seite ist es nervig, weil man es halt permanent machen muss. Entscheidende etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Hoffentlich habe ich mir da jetzt keine... Ja, super. Maschine ist überlastet. Da habe ich mir schöne Scheiße reingeforschen. Wenn ich jetzt nicht nach rechts komme, dann habe ich ein Problem. So. Super. So, hier kann ich mir Munition kaufen. Ich bin aber arm wie Sau. Wie eine Sau, beziehungsweise wie eine Kirchenmaus. MG-Patronen. Was habe ich denn? Ich habe 00-Schrot. Ich habe Explosivschrot. Und ich habe ionischer Schrot. Ich glaube, ionischer Schrot ist so ein bisschen auf Dingsbums aus. Pistolmunition. So. Eden hat ein Leck. Was haben wir denn hier? Hm? Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Wir bauen einen Garten Eden. Tja, ich würde mal sagen... Was die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Peach mal was zu tun. Schieß die Fotos, die der Karl haben will. Dann beschleunigst hier verschwinden. Jo. Lass mich nur hier kurz noch mal ein bisschen was hacken. Nach oben, dann etwas nach rechts, dann wieder nach oben und dann so ein hier so ein Teil. Super, fähiger Hacker freigeschaltet. Wunderbar. So, die boxen sich mit irgendwem. Ich will mich da auch gar nicht beschweren. Na Mist. So. Ich... Also die Sicherheitskameras sind ein bisschen übertrieben, finde ich. Die sind hier echt... ja, wir hätten... Die Hälfte hätte es auch gereicht. Auf der anderen Seite, wenn man mal bedenkt, wie viel Kacke hier gerade am Dampfen ist. Ja, wenn ich da rein wäre, ich hätte wahrscheinlich auch so viel Sicherheitskameras reingesetzt. Vor allem mit diesen ganzen Splicern und jedem Shit, der sich irgendwie
an die Gegend will. Wir haben denen nie was getan und so. Zigaretten, lecker. Entschuldigung, aber ich als Mensch mag keine Zigaretten. So, ich glaube... Pistolenkugeln. Ich habe nur normale Pistolenkugeln. Halt dein Maul! Habe ich irgendwie Kamera? Na komm, wo bist du dann? Was ist da? Ladies and Gentlemen! So, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen zu fotografieren. Weil ich glaube, das schadet, das erhöht den Schaden. Nee, mit der Gegenwart bin ich eigentlich zufrieden. Okay, das ist nichts Besonderes. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich lang muss. Ja, ja, Sünder verbergen sich im Dunkeln. Oh, der hat gerade ordentlich einen reine gekriegt. Das wird ein bisschen... Oh, das wird schwierig. Da muss ich hier... So, einmal nach rechts, dann nach unten, dann nach oben, dann wieder nach rechts. Ich hoffe, ich verbaue mir hier nichts. Jetzt brauche ich... Hier so gerade Teile. Na komm, eins werde ich noch haben. Dann brauche ich so eine Kurve nach oben. So ein geradeaus Teil. Auch wieder eine. Und dann brauche ich eine Linkskurve. Super. Filme nehme ich mal mit. Weil es, wie gesagt, ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist. Hier alles so ein bisschen mitzunehmen. Hoffentlich bin ich jetzt nirgends... Ah, ist egal, ich kann ja wieder zurück, okay. Euch Typen kenne ich! Arschloch! Euch Typen kenne ich, ja dann komm mal her hier. Komm mal zu Papa, dann gibt's mal schön mit der... mit dem Stühlchen in die Schnauze. Kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Tja, ich glaube, der McDonough hat das Herz so ein bisschen am rechten Fleck. Also der scheint seine Arbeit richtig zu machen. Der Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Das werden wir doch natürlich machen, gerne. Ruhe im Karton. Super. Freue ich mich, dass das geklappt hat. Vielleicht kann ich die Kamera auch hacken ohne... Super. Ich muss auf jeden Fall so schnell wie möglich nach unten. Dann muss ich eine Rechtskurve finden. Aber eine... Boah. So, okay. Dann nach unten, dann noch eine Rechtskurve. Hier haben wir jetzt wieder zwei, das ist super. Und dann noch einen geraden, gerades Röhrchen. Supi! Wunderbar, freut mich.
versuche hier alles mitzunehmen, was geht, auch zu hacken. Weil, wie gesagt, die Splicer zum Beispiel können sich halt auch heilen und werden dann sterben, wenn sie sich heilen wollen. Das ist natürlich immer ganz nice. So, jetzt nach oben. Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden zu verknoten. Entschuldigung. Super. Die Medistation ist auch alles auf unserer Seite. Ich glaube, den Leuten hier geht so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, dass sie ein bisschen Schiss haben. Ich meine, wir wurden ja hier bisher nicht so, als hätten wir, wären wir hier freiwillig. Und trotzdem wollen sie uns ans Leder. Hier geht's rein. Die Frage ist, will ich hier rein? Ah, hier gibt's nur Zeug. Okay. Ah, Tagebuch. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Okay. Ist auch gerade jemand reingekommen? Nee, ich dachte schon. Oh. So. Tja, ich würde mal sagen, der Fontaine war, da hat er sich echt so einen kleinen Wolf im Schafspelz reingeholt. Ich glaube, das war jetzt für den Andrew und für Rapture insgesamt nicht so das Geile, aber es ist immer so, ja. Durch die Entwicklung von der Tenenbaum, so wie ich das verstanden habe, haben sie Adam gefunden. Borsch, Heck. Ein Safe zu hacken ist natürlich hart, ne? So, aber es ist nicht unmöglich. Man muss nur ein bisschen schnell sein. Ich glaube, hier auf dem Meeresgrund gab es Schnecken, die so ein bisschen wie Dingsbums fungiert haben. Das hat den Leuten hier nicht gut getan, weil hat halt etwas gefunden, was halt so ein bisschen den Körper verbessert oder und so ein Kram. Ich glaube, das Problem war halt, dass es den Leuten nicht ganz so gefallen hat, weil die schnell davon abhängig wurden, wie mit allen Sachen es in der Regel so ist. Ich lass sie mir von dir nicht wegnehmen! Ich will dir doch gar nichts wegnehmen, du tolle Zippe, du!